Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Frohes neues Jahr 2021 wünschen wir, in der Hoffnung, dass es besser wird als das letzte. Wir waren ja jetzt schon seit einigen Wochen nicht am Start, sind aber wieder da. Ja, und da legen wir heute gleich mal los. Wir haben festgestellt, wir haben eigentlich kaum Rezepte mit Putenfleisch. Das holen wir heute nach. Wir machen Putenröllchen. Viel Spaß! Für unsere Puten-Frischkäseröllchen benötigen wir Putenschnitzel, schon mal sehr flach geklopft, 8 Kräuter, getrocknete Tomaten. Als Gewürz könnt ihr ein Geflügelgewürz nehmen. Ich nehme das Sour Cream and Onion Gewürz von Ankerkraut. 2 Esslöffel Semmelbrösel, Frischkäse. Und für die Soße benötigen wir Zitrone, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel, Kokosmilch, etwas Öl, Salz und Currypulver. Und was wir daraus machen, zeigen wir euch gleich. Unseren Frischkäse habe ich nun in eine Schale getan. Dazu kommen getrocknete Tomaten. Das waren 8 Stück, die ich jetzt versucht habe klein zu schneiden. Die sehen doch gut aus. Auch. Versuch geglückt. Genau. Nicht, dass ich wieder zu schnell rühre. Die werden untergerührt. Und damit die Masse noch eine bessere Konsistenz kriegt und nicht so schnell rausläuft beim Grillen, kommen Semmelbrösel dazu. Das sind jetzt 2 Esslöffel. Ich habe übrigens die gesamte Packung Frischkäse genommen. Das waren 175 Gramm. Ich hasse es, wenn dann noch mal so ein kleiner Löffel drin bleibt. So, ich denke, das ist gut. Das sieht auf jeden Fall schön fest aus. Zum Draufschmieren gut sein. Jo. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun geht es hier weiter. Ich bestreue jetzt nun unsere Putenschnitzel mit dem Gewürz. Das gleiche mache ich mit dem dritten. Ja, ein bisschen Platz ist hier noch. Wie gesagt, das dritte folgt jetzt und dann geht es weiter. Nun geht es weiter mit unserer Frischkäsemasse. Ich glaube, im Löffel geht das nicht so gut. Das Streichen ist jetzt auch blöd. Ja, die ist ganz schön fest geworden. Ne? Aber geht doch. Ja, wir verteilen sie da drauf. Ja, wir verteilen sie da drauf, genau. Und beim nächsten Schnitzel braucht mir keiner zugucken, das mache ich dann alleine. Das geht besser. Ja, so sieht erstmal das erste Schnitzel aus, ne? Genau, wollen wir es gleich rollen? Ja. Eigentlich können wir es gleich rollen. Genau. Und dann kann ich ihn ganz in Ruhe nachher. So. Das wird schön festgerollt. Wie so eine Roulade. Ja, sieht auch wie eine Roulade aus. Ne? Genau, und mit dem nächsten mache ich jetzt alleine weiter. Okay, und dann sehen wir uns wieder. Ja, ihr Lieben, ich habe mal wieder eine Idee gehabt, aber ich glaube, das wird nichts. Ich wollte das Ganze als Spieße auf dem Grill bringen, aber ich denke, dadurch wird der Frischkäse rauslaufen.
Also machen wir die anderen beiden als Roulade. So. Stecke ich jetzt noch ein bisschen fest, damit sie nicht gleich aufklappen. So, und mit der anderen verfahre ich genauso. Ich sehe noch was. Okay, so. Und dann probieren wir es mal, wie es auf dem Grill wird. Genau. Wir gehen jetzt raus an den Grill. Wird heute auf dem Gasgrill gemacht. Und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Genau. Und ich werde aber hier drin die Soße weitermachen. Okay. In einer Pfanne habe ich nun das Öl erhitzt. Darin wird meine Knoblauchzehe und auch die Zwiebel klein geschnitten angeschwitzt. Beim Knoblauch ein bisschen aufpassen, dass es nicht anbrennt. Und dann geht es gleich weiter. Zum Knoblauch und den Zwiebeln kommt nun ein Teelöffel Currypulver. Dann lösche ich das Ganze gleich mit dem Saft der Zitrone ab. Löscht es gut und die Kokosmilch kommt dazu. Ja, das war wohl nichts. Das war ein Satz mit X. Jetzt aber. So, die Dose werde ich noch ein bisschen auskratzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr seht, der Kameramann ist wieder dabei. Sein Grill ist im Gange. Jetzt kommt Salz noch dazu. Ich denke wohl. Und das Ganze lasse ich aufköcheln, dass es so ein bisschen sämig wird. Ja, reicht schon. Und dann sehen wir uns wieder. Denke ich auch. Bis gleich. Ja, während Anne mit ihrer Soße im Gange ist, habe ich ja schon mal den Grill auf 180 Grad eingeregelt. Unsere Röllchen sind jetzt drauf. Der Deckel geht zu. Ich denke mal, dreiviertel Stunde, Stunde wird es dauern. 180 Grad. Schauen wir mal. Unsere Soße ist sämig. Ich denke, wir können jetzt langsam essen. Ja, mal gucken, ob Helmut soweit ist. Ja, Anne wäre dann soweit. Ich natürlich auch. Unsere Putenröllchen sind fertig. Haben jetzt ca. 70 Minuten auf dem Grill gelegen. Nehmen sie jetzt runter, dann gehe ich rein. Dazu gibt es dann Reis und die Soße. Ja, dann sehen wir uns wieder. Ja, ihr Lieben, die waren auf unserem Vorspann. Ich habe sie genutzt zur Deko. Eigentlich gehörten sie in unsere Roulade. Habe ich vergessen. Und ich habe ordentlich mehr dran gedacht. Das Ganze wäre draufgekommen, nachdem wir den Frischkäse draufgestrichen hätten. Ja, Pech gehabt, jetzt ist es Deko. Aber trotzdem. Bin gespannt, wie es schmeckt. Ja, kurzes Fazit. Ich hatte so ein bisschen Angst gehabt, dass die Frischkäsefüllung rausläuft, aber die war von der Konsistenz her super. Ist aber auch nicht schlimm, dass die 8 Kräuter von Anne gefehlt haben. Kann ja mal passieren. Vom Geschmack her richtig gut. Ja, und Anne hat ja, wie ihr in den anderen Videos gesehen habt, auch ein Händchen für Soße. Die hat wie Faust aufs Auge gepasst. Also richtig leckere Röllchen. Auch nicht schwer zu machen. Probiert es einfach aus. Also wir
werden jetzt demnächst ab und an auch mal wieder ein bisschen was mit Pute machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, und ich sage einfach mal, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.